Du hast auf dem Friedhof schlechte Leichen vergraben und die Qualität deines Friedhofs leidet darunter? Dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir nämlich, wie du die besten Leichen für deinen Friedhof produzierst und so deine Qualität in die Höhe schießt. Zunächst einmal muss ich aber auf etwas Wichtiges eingehen. Je nachdem, ob du das Grundspiel oder zusätzlich den DLC Better Safe Soul hast, ist die Entwicklung der Leichen unterschiedlich. Mit Better Safe Soul kannst du die Leichen noch weiter verbessern und bist nicht auf Glück bei den Leichenteilen angewiesen. Es gibt aber auch einen Unterschied zwischen dem Grundspiel, dem DLC Game of Crown und dem DLC Better Safe Soul. Dieser besteht darin, dass die Grabstätten unterschiedliche maximale Qualität haben können. Das hängt direkt mit den Grabsteinen und den Grabzäunen zusammen. Dazu komme ich aber noch im Verlauf des Videos. Ich werde zunächst das Vorgehen ohne DLC erklären, da sich daran mit den Erweiterungen nichts ändert. Danach gehe ich noch auf die Eigenheiten der Erweiterungen ein. Weiterhin setzt dieser Guide voraus, dass du den Perk Kultist bereits hast und die Injektionen herstellen kannst. Die Injektionen könntest du auch später nachholen, aber ohne den Perk Kultist kannst du die Anzahl der Schädel auf den Leichenteilen nicht sehen und stocherst somit im Dunkeln. Aber nun zu dem eigentlichen Thema, der Leiche. Diese wird dir von dem Esel gebracht und ist sehr wichtig für den Friedhof. Auf dem Friedhof können die Leichen vergraben werden. Dafür musst du zunächst eine Grabstätte bauen und diese auch ausgraben. Danach kannst du deine gewünschte Leiche in die Grabstätte packen und diese bestatten. Jetzt hast du die Möglichkeit, dir das Grabmal anzuschauen. Auf der linken Seite siehst du zunächst die bestattete Leiche und auch ihre roten und weißen Schädel. Aber auch die Frische der Leiche wird in Prozent angezeigt. In der Mitte siehst du die roten und weißen Schädel nochmal und ganz oben ist die Wertung des Grabs, welche in die Gesamtwertung des Friedhofs eingeht. Aktuell gibt die Leiche -3 Punkte für die Qualität des Friedhofs, das willst du natürlich nicht haben. Um das auszugleichen, hast du rechts die Möglichkeit, einen Grabstein und einen Grabzaun hinzuzufügen. Von den Grabsteinen und Grabzäunen gibt es unterschiedliche Varianten. Die einfachsten fangen mit einem Dekor an und gehen im Grundspiel ohne die Erweiterungen bis zu 7 bei den Grabsteinen und bis zu 5 bei den Grabzäunen hoch. Damit kann eine Grabstätte im Grundspiel eine Qualität von maximal 12 haben. Mit der Erweiterung Game of Crown steigt die maximale Qualität bei den Grabsteinen auf 9 und bei den Grabzäunen auf 7, was ein Maximum von 16 ergibt. Das wird dann mit der Erweiterung Better Safe Soul auf 26 gesteigert, was sich aus 11 Qualität durch einen Grabzaun und 15 Qualität durch einen Grabstein zusammensetzt. Baust du zum Beispiel einen einfachen Grabstein und eine steinerne Grabumrandung ein, ergeben diese zusammen 4 Qualität. Das siehst du dann auch in der Mitte rechts. Dadurch hat die Grabstätte nun insgesamt 1 Qualität. Das setzt sich dadurch zusammen, dass bei der Leiche zunächst die 3 roten Schädel kompensiert werden müssen, die keine Qualität liefern, und es bleibt nur noch ein Punkt für die weißen Schädel. Verbaust du jetzt etwas Besseres, wie zum Beispiel einen Grabstein 2, welcher +3 Qualität liefert, so hat deine Grabstätte nun +2 Qualität. Du musst also Leichen ohne rote Schädel vergraben, die viele weiße Schädel haben, um die maximal mögliche Qualität bei einer Grabstätte zu bekommen. Im Grundspiel muss die Leiche also mindestens 12 weiße Schädel haben, mit der Erweiterung Game of Crown sind es 16 weiße Schädel und ganze 26 weiße Schädel sind es bei dem DLC Better Safe Soul. Jetzt musst du nur noch wissen, wie du bei einer Leiche 12 bzw. 16 oder 26 weiße Schädel bekommst. Dazu wechsle ich in die Leichenhalle, wo du deine Leichen manipulieren kannst. Zunächst aber etwas zu der Verwesung bzw. der Frische einer Leiche. Wird die Leiche auf dem Boden liegen gelassen, beginnt diese zu verwesen. Alle 10% der Verwesung verliert die Leiche einen weißen Schädel und dieser wird durch einen grünen ersetzt. Da nur weiße Schädel positiv in die Wertung der Qualität des Friedhofs eingehen, willst du auch keine grünen Schädel haben. Als erstes solltest du also deine Leichen nicht auf dem Boden liegen lassen. Dazu kannst du dir je nach Fortschritt im Spiel eine Pritsche bauen, welche die Verwesung verlangsamt, eine Doppelpritsche, welche die Verwesung verlangsamt und 2 Plätze zum Lagern bietet, oder eine Kühlschrankpritsche, die auch 2 Plätze bietet, aber die Verwesung komplett stoppt. Weiterhin kannst du eine Leiche auch auf dem Vorbereitungsplatz oder dem Einbalsamiertisch lagern. Das verlangsamt die Verwesung auch. Bei den verbesserten Versionen davon wird die Verwesung komplett gestoppt. Du kannst die Leichen auch bestatten, um den Verwesungsprozess zu stoppen, müsstest dann allerdings diese wieder exhumieren, wenn du sie nutzen möchtest. Verwandle deine Leichen bloß nicht in einen Zombie, denn hast du eine Leiche einmal in einen Zombie verwandelt, gibt es keinen Weg zurück. Nachdem ich nun die allgemeinen Informationen behandelt habe, komme ich zu der Verbesserung der Leiche. Das Wichtigste für die Verbesserung der Leiche sind die Leichenteile und die roten und weißen Schädel auf diesen. Um diese zu sehen, ist der Perk Kultist notwendig, wie anfangs bereits erwähnt. Die Anzahl der weißen Schädel wird von den Leichenteilen der Leiche bestimmt. Schauen wir uns diese kurz an. Es gibt 3 wichtige Leichenteile, welche eine variable Anzahl an Schädeln haben können, also jeweils 1 bis 3. Das sind das Herz, die Innereien und das Hirn.
Von diesen brauchst du dann auch jeweils die beste Variante mit plus 3 weißen Schädeln. Die nächste Gruppe wären das Blut und das Fett. Diese Leichenteile liefern immer die gleiche Anzahl an Schädeln, und zwar minus 1. Somit wollen wir diese Leichenteile auf unseren Leichen nicht haben. Die Haut und das Fleisch bilden die nächste Gruppe und liefern immer plus 1 weißen Schädel. Diese bleiben definitiv in den Zombies. Die letzte Gruppe ist der Schädel und der Knochen. Diese haben keinen Einfluss auf die weißen Schädel und können getrost ignoriert werden. Damit haben wir auch schon eine ganz gute Basis. Das Blut und Fett immer raus, Haut und Fleisch behalten und Knochen ignorieren. Folgendes gilt nicht nur für die Leiche, sondern auch für einen Zombie, da dieser ja aus einer Leiche gemacht wird. Wie du einen Superzombie bekommst, habe ich in diesem Video bereits erklärt, und nun zurück zur Leiche. Ich habe zwar am Anfang gesagt, dass wir keine roten Schädel auf der Leiche brauchen, allerdings brauchst du auch eine gewisse Anzahl an roten Schädeln, um später die Injektionen anwenden zu können. Für diese brauchst du am besten 3 rote Schädel auf der Leiche. So würde dann die Leiche mit diesen Leichenteilen aussehen und hätte schon mal 2 weiße Schädel. Damit bist du natürlich ziemlich weit von den möglichen 16 Schädeln entfernt, aber keine Sorge, das kommt noch. Du hast ja noch die erste Gruppe mit dem Herz, den Innereien und dem Hirn. Diese musst du nun bei weiteren Leichen entfernen und dir zusammensuchen, bis du eben auf jedem dieser Leichenteile plus 3 weiße Schädel hast. Aber dabei solltest du nicht vergessen, dass du auch 3 rote Schädel auf der Leiche brauchst. Um dir die Suche dieser Leichenteile zu erleichtern, bietet sich die Benutzung des Ruhestätte-Gebets bei der Predigt an. Damit bringt der Esel Leichen mit mehr weißen Schädeln, was dir die Suche erleichtern sollte. Hier ist der Buff nach einer Predigt zu sehen und der hält zum Glück auch etwas länger an. Damit hättest du die nötigen Organe beisammen und deine Leiche oder Zombie hat 11 weiße Schädel. Um auf die maximale Anzahl von 16 weißen Schädeln zu kommen, musst du die Leiche oder den Zombie nun auf dem Einbalsamiertisch mit folgenden Injektionen bearbeiten. Die Goldinjektion fügt der Leiche 2 weiße Schädel hinzu und entfernt 2 rote. Bei der Benutzung der Silberinjektion kommt ein weißer Schädel hinzu und ein roter wird entfernt. Bei der Laugeninjektion kommt jeweils ein weißer und ein roter Schädel hinzu. Die Kleberinjektion liefert der Leiche nur einen weißen Schädel. Damit kommen insgesamt 5 weiße Schädel durch Injektionen hinzu und es werden insgesamt 3 rote entfernt, aber auch ein roter hinzugefügt. Wenn du die Laugeninjektion als erstes anwendest, brauchst du nur 2 rote Schädel auf der Leiche. Benutzt du noch die dunkle Injektion, dann bekommst du insgesamt 3 rote Schädel durch Injektionen hinzu und brauchst keine roten Schädel auf der Leiche. Hast du allerdings bereits 3 rote Schädel durch Organe, ist es einfacher. Hier habe ich zum Beispiel eine gute Leiche vorbereitet. Diese hat 3 rote und 11 weiße Schädel. Sie bekommt durch das Herz und die Innereien zusammen 6 rote Schädel. Durch das Hirn werden 2 rote Schädel abgezogen und die Haut zieht auch nochmal einen roten Schädel ab, womit die Leiche insgesamt auf 3 rote Schädel kommt. Jetzt kann ich jede Injektion nach und nach anwenden und bekomme eine Leiche mit 16 weißen Schädeln. Als nächstes Beispiel habe ich eine schlechte Leiche vorbereitet. Diese hat auch 11 weiße Schädel, allerdings hat diese keine roten Schädel. Wenn wir genauer nachzählen, hat die Leiche sogar minus 1 roten Schädel. Plus 3 durch Innereien, minus 2 durch das Hirn und jeweils minus 1 durch die Haut und den Schädel. Negative Schädel werden aber nicht angezeigt, also immer schön aufpassen, wie viele rote Schädel die Leiche tatsächlich hat, wenn die bei 0 ist. Nun laufe ich mit der Leiche zum Einbalsamiertisch und versuche zum Beispiel die Goldinjektion anzuwenden und der Knopf ist ausgegraut, weil die Leiche keine 2 roten Schädel hat. Insgesamt fehlen dafür sogar 3 rote Schädel. Auch wenn ich nun die dunkle Injektion anwende und die Laugeninjektion danach, schaffe ich es zwar, die Goldinjektion anzuwenden, allerdings bleiben dann keine roten Schädel mehr für die Silberinjektion. Diese Leiche hat allerdings noch den Schädel drin. Wenn ich diesen rausnehme, habe ich meinen letzten roten Schädel und kann dann noch die Silberinjektion anwenden. Mit der Kleberinjektion habe ich dann auch wieder 16 weiße Schädel und somit die perfekte Leiche. Um dir den ganzen Prozess zu erleichtern, habe ich etwas vorbereitet. In der folgenden Übersicht kannst du sehen, was zur Herstellung der Injektionen nötig ist. Außerdem habe ich eine Übersicht erstellt, was die ganzen Leichenteile und Injektionen im Grundspiel und der Erweiterung Game of Crown bewirken. Die Übersichten findest du auch auf meinem Discord-Server, den Link findest du in der Beschreibung. Damit komme ich nun zum DLC Better Safe Soul, denn dort kannst du die Zombies, wie bereits erwähnt, noch weiter verbessern. Mit der Erweiterung gibt es einen neuen Raum, den Seelenraum. Sobald du diesen freigeschaltet hast, kannst du dort natürlich auch Geräte bauen. Diese Geräte werden zum einen benutzt, um die Seele einer Leiche zu extrahieren und zu verwenden und andererseits auch die Organe zu verbessern. Und mit verbesserten Organen werden natürlich auch die Leichen besser. In dem Seelenraum brauchst du als erstes den Seelenextraktor. Dort kannst du die Leichen reinschmeißen und die Seele wird dann aus denen rausgepresst, wie bei den Piloten in einer Zentrifuge. Nachdem du die verletzte Seele extrahiert hast, bringst du diese zum Seelenheiler. Dort wird die Seele geheilt und du bekommst neben der geheilten Seele die Seelenscherben. Die geheilte Seele kannst du im Seelenportal nutzen, um Seelendankbarkeit zu bekommen. Diese brauchen wir allerdings für die Zombies nicht und ich gehe auch nicht weiter darauf ein.
Zumindest nicht in diesem Video. Zu dem Seelenraum plane ich ein einzelnes Video. Sobald es fertig ist, verlinke ich es natürlich hier. Das Wichtigste sind die Seelenscherben. Davon brauchst du einige, also immer schön die Leichen in der Zentrifuge schleudern lassen. Den Leichen passiert dabei nichts und die verlieren auch keine Schädel. Die Seelenscherben kannst du nun in der Werkbank einsetzen, um die Organe zu verbessern. Dort kannst du alle Organe verbessern, außer dem Knochen und dem Schädel. Dafür müssen die Organe einer Leiche bzw. einem Zombie natürlich entnommen werden. Dunkle Organe können übrigens nicht verbessert werden, diese lassen sich gar nicht auswählen. Und du musst beim Verbessern von Organen etwas aufpassen. Hast du dich endgültig für eine Verbesserung entschieden, kannst du diese Verbesserung nicht mehr abbrechen und musst diese abschließen. Dabei passiert natürlich nichts Schlimmes, aber die Scherben sind damit weg. Nun gehe ich den Prozess einmal mit deinem Herz durch. Zunächst nehme ich in einer Leiche natürlich das Herz raus. Mit dem schönen Herzen gehe ich nun zu der Werkbank im Seelenraum. Dort angekommen wähle ich natürlich im Menü die Organmodifizierung und das Herz aus. Dort kann ich mich dazu entscheiden, entweder einen roten oder weißen Schädel hinzuzufügen. Ich entscheide mich natürlich für den weißen Schädel. Nachdem die Arbeit abgeschlossen ist, hat das Herz nun einen Schädel mehr. Nun sind es 3 weiße Schädel und das Herz ist somit fertig verbessert. Mehr als 3 weiße Schädel sind nicht möglich. Das Ganze spielst du jetzt mit allen Organen durch und hast am Ende eine Leiche, die so aussieht. Jedes Organ hat die maximal möglichen plus 3 weiße Schädel und die Leiche hat somit insgesamt 21 weiße Schädel. Da fehlen allerdings noch 5 weiße Schädel und diese kommen durch die Injektionen. Die Injektionen habe ich ja schon am Anfang des Videos behandelt. Hast du zu wenig rote Schädel auf den Organen, um die Injektionen anzuwenden, kannst du diese natürlich modifizieren und ein paar rote Schädel hinzufügen. Hast du alle Injektionen angewendet, sieht deine Leiche so aus und ist bereit, auf dem Friedhof begraben zu werden. Nun musst du nur noch die Grabumrandung und eine Statue auf dem Grab bauen und dein Grab liefert plus 26 Qualität für deinen Friedhof. Jetzt steht dir nichts mehr im Wege, deinen perfekten Friedhof zu designen. Wie die maximale Anzahl an Qualität auf dem Friedhof aussieht, zeige ich dir in einem weiteren Video. Wenn ich das Video bereits fertiggestellt habe, siehst du dieses jetzt hier. Ansonsten schau gerne später vorbei, denn das Video wird definitiv gemacht. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und nun viel Spaß mit deinem perfekten Leichen in Graveyard Keeper.